Florian Billek, herzlich willkommen und hallo zum Interview nach dem Spiel. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Du selber heute mit einer lupenreinen Leistung 11 Tore gemacht, aber am Ende steht ein 25:31 an der Anzeigetafel. Woran lag es aus deiner Sicht, Flo? Ich glaube, Wittenberg hat von der ersten Minute an gezeigt, dass sie es ein bisschen mehr wollten heute. Ich glaube, wir haben über 60 Minuten keinen Zugriff in der Abwehr bekommen, konnten da auch unseren Torhütern nicht helfen. Ja, wir waren einfach viel zu passiv. Wir haben Tim Schneider viel zu viel mit Ball hantieren lassen, wir haben Ian Weber viel zu viel spielen lassen. Dann haben sie ihre Rückraumspieler reinbekommen. Ja, wir wollten das eigentlich ein bisschen, die Rückraumwürfe provozieren, aber muss man sagen, dass Schreiber und Theis das heute gut machen. Und, ja, aber wenn man so denkt wie wir heute, dann ist es schwierig zu gewinnen. Und kann man leider nur sagen, dass Hüttenberg das heute wirklich verdient, auch in der Höhe gewonnen hat. Sehr clever, auf jeden Fall am Ende gezockt und auch wirklich sehr clever runtergespielt. Hat die englische Woche da einen Einfluss drauf auf dieses Spiel heute? Fehlen euch da ein paar Körner, um so richtig dagegen zu halten? Ich glaube, wir haben es vor dem Spiel auch besprochen, dass das eine Mentalitätsfrage ist. Es ist immer einfach, nach einer englischen Woche zu sagen oder mit den Verletzten. Das Thema könnten wir dann ja nach jeder Niederlage irgendwie anbringen. Und wir wissen um die Personalsituation, wir wissen, wie eine englische Woche ist. Aber auf der anderen Seite lagen vier Tage zwischen den jeweiligen Spielen. Und das darf auf keinen Fall eine Ausrede sein. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Beine heute ein bisschen schwer waren. Aber Abwehr ist Wille, Abwehr ist Leidenschaft, Abwehr ist Körper. Und ja. Wenn da ein paar Körner fehlen sollen, mit Wille geht das immer und das haben wir heute vermissen lassen. Und deswegen finde ich, werden wir falsch beraten, jetzt da wegen der englischen Woche das da irgendwie als Grund anzuführen. Flo, gib uns mal einen Einblick. Wie wird man intern über dieses Spiel heute reden? Also es wird ja nicht einfacher. Es geht nächste Woche und da hängen die Trauben sehr hoch nach Lübeck. Dann kommt eben Rostock, dann geht es nach Essen. Also das Programm ist und bleibt anspruchsvoll in dieser zweiten Liga. Das ist ja Woche für Woche. Also man hat ja auch gestern gesehen, was das für Ergebnisse sind. Jede Mannschaft kann jede Mannschaft schlagen. Wir werden jetzt regenerieren, werden das dann aufarbeiten, werden uns das angucken und dann werden wir am Donnerstag nach Lübeck fahren mit dem absoluten Ziel, da 2 Punkte zu holen. Wir wissen, dass es da nicht einfach ist, aber Lübeck hat auch schon Probleme gehabt. Sie haben jetzt 2 Spiele gewonnen, ja. Aber es ist ein 50-50-Spiel. Wir müssen einfach wieder besser Abwehr spielen, unseren Torhütern helfen und dann muss uns auch jede Mannschaft erstmal schlagen. Das Ding ist einfach nur, wenn wir so spielen wie heute, dann ist es für die Mannschaften halt ein bisschen einfacher, uns zu schlagen. Aber ich bin guter Dinge, dass das nächste Woche Freitag wieder anders aussieht. Flo, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Danke, dass du nach dem Spiel zum Interview da warst. Und regeneriert euch und dann auf zu den 2 Auswärtspunkten in Lübeck. Machen wir so. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.